Willkommen zurück zu Let's Play Anno 2205 bei mir auf dem Kanal. Und ja, wir machen jetzt hier weiter. Wollen wir mal schauen, hier oben, da wollte ich mal ganz gerne draufklicken. Können wir das hier ganz kurz wegmachen. Das ist unsere Firma. Wir haben aktuell Stufe 3 und ich wollte mal ganz gerne wissen, zu Stufe 4 brauchen wir mehr Arbeiter, so wie es aussieht, beziehungsweise mehr Einwohner. Und hier kriegen wir dann immer... Oder sind das hier die anderen Firmen? Mit einer Firma wie Lei Sheng zu konkurrieren ist fast unmöglich. Das ist mir bewusst. Okay, das sind die anderen Firmen. Alle klein an. Allerdings sind einige von uns danach gewachsen. Gut, wir sind aktuell Stufe 3. Und ich will mich hier auf jeden Fall mal ganz gerne umgucken. Hier sind die Pläne. Okay, da kriegen wir dann pro Stufe irgendwie neue Pläne dazu, würde ich mal so tippen, oder? Scheint wohl so, scheint wohl so. Nun gut, Erfolge. Okay, das sind unsere... Erfolge, die wir da so freischalten können. Okay, gut, haben wir da auch mal einen Blick drauf geworfen. Jetzt wollen wir mal schauen, wie wir hier so, beziehungsweise was unsere nächsten Aufgaben waren. Dann wollen wir doch mal die gute Sam fragen, was wir als nächstes machen sollten. Wir beginnen sie das Upgrade und, wir brauchen mehr, Administratoren. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen aufwerten. Aufwerten wir hier. Genau, werten wir die da hinten mal auf. Und die hier einfach mal noch. Und was wir natürlich im Auge behalten müssen, ist natürlich unsere Produktion. Haben wir da noch genug? Es sieht nämlich so aus, dass wir aktuell ein bisschen Wasserprobleme bekommen und Reis. Wir brauchen mehr Reis. Wo haben wir denn unsere Reisfarm hingestellt? Das war hier vorne. Dann machen wir einfach mal, muss ich mal so ein bisschen an die Hotkeys gewöhnen, damit das alles so ein bisschen fluffiger läuft. C, dann war das hier. Davon werden wir mal einen bauen. Jetzt haben wir nur noch 10 Energie, da müssen wir jetzt natürlich ein Auge drauf haben. Und wir brauchen mehr Wasser. Können wir hier, es sollte ja irgendwie so Upgrades geben, aber die haben wir scheinbar noch nicht freigeschaltet. Entsalzungsanlage für Wasser. Dann werden wir hier vorne wahrscheinlich nochmal eine bauen. Okay, Baumenü war B. Und Wasser haben wir hier. Beziehungsweise wir haben da jetzt so ein... Ich habe gerade gesehen, wir haben hier das nächste Energiegebäude freigeschaltet. Liefert Energie, um Fabriken zu betreiben. Benötigt einen Küstenbauplatz. Das bauen wir jetzt einfach mal hier vorne hin. So, und dann müssen wir dann natürlich noch Straßen hinziehen. Die Frage ist, von wo wollen wir die dann da hinziehen? Wir machen erstmal hier so. Glaube ich. Ja, machen wir einfach mal. Und dann von hier oben da einmal so. Und jetzt können wir hier einfach mal eine Straße querbeet ein. So. Und die müsste auch genau ankommen, oder? Ja, das haben sie gut gemacht, die Entwickler. Das passt genau. Passt wie angegossen. Und jetzt müssen wir dann noch eine Straße nach da oben. Machen wir erstmal so. So, jetzt haben wir 300 Energie. Wie sieht es mit unserer Bilanz aus? Bilanz sieht noch gut aus. Und wir haben Wasser. Wie schaut es denn aus? Jetzt geht aktuell alles nach oben. Das gefällt mir gut. So soll das aussehen. Sollten wir nicht auch noch irgendwie Vitamindrinks oder so? Das sind doch die hier, ne? Vitamindrinks. Die hatten wir doch auch schon produziert. Ist das das hier? 100%? Haben wir auch kein Plus. Ja, wir produzieren so viel, wie wir verbrauchen. Das heißt, da werden wir auch nochmal nachbessern, würde ich sagen. Das war unter den Administratoren. Genau, hier Apfel. Da brauchten wir zwei von denen für eine... für eine von diesen Vitamindrinks. Das hier einmal kurz gedreht, bitte. So. Und jetzt zwei Apfelanlagen. Ja, jetzt passt die Straße natürlich nicht so gut, ne? Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Jetzt nehmen wir mal hier einen hin. Und, ja, das sieht natürlich blöd aus. Da müssen wir mit dem Hammer ran. Ja, Hammer ist D, der Hotkey. D wie zerstören. Wahrscheinlich D wie destroy. Okay, jetzt machen wir hiervon. Und ja, wenn wir da hinsetzen, dann kriegen wir die Straße da so blöd rum, ne? Ist ärgerlich. Ist ärgerlich. Wie machen wir denn das? Ich glaube, ich reiße hier mal die komplette Straße ab nochmal. Den da einmal weg. Und jetzt gib mir den da mal. Den drehen wir einmal, so. Dann wollen wir das so machen. Sieht nicht so gut aus, ne? Das sieht nicht so gut aus. Der braucht eh noch eine Straße gleich. Ich glaube, wir versetzen das hier mal alles so ein bisschen. Das da einmal kurz gedreht. Ja, mach mal so. Das da einmal so. Genau, und wenn wir jetzt die Pipette nehmen, das hier einmal drehen und dann machen wir das einfach mal so. Ist jetzt auch noch nicht allzu hübsch, aber gefällt mir doch schon ein bisschen besser. Ah, jetzt passt genau auch die Straße da hoch. So, sieht gut aus. Sieht gut aus. Da muss noch eine Straße ran natürlich. Machen wir das doch mal eben. So. Beziehungsweise ziehe ich hier mal so eine Doppelstraße. Komm, warum eigentlich nicht? Okay, das hätten wir.
Das hätten wir. Jetzt haben wir natürlich ein Problem mit Arbeitskraft. Wir brauchen mehr Leute. Lassen wir da jetzt erstmal noch ein paar aufsteigen oder was? Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine gute Sache. Machen wir mal hier nochmal so zwei. Und jetzt können wir wahrscheinlich nicht mehr genug aufsteigen lassen. Und dann wollen wir mal neue Häuser bauen. Das wäre wahrscheinlich so das nächste, was wir da machen müssen. Jetzt sind wir hier einfach mal so ein paar größere Achtung, Häuser. Zu wenige Arbeitskräfte für Produktionsanforderungen. Ja, genau. Das habe ich, gerade schon mitbekommen. Neue Erfolgsebene erreicht. So, und dann ziehen wir hier einfach mal... hier vorne will ich die Straße haben. Ah, jetzt haben wir natürlich... Das ist natürlich blöd. Dann, nehmen wir die Häuser mal und setzen die mal ein nach da. Und jetzt geben wir mal die Pipette. Kriegen wir da noch so ein Haus hin? Ja, kriegen wir hin, theoretisch. Na komm, dann setzt da mal einen hin. Und dann können wir hier jetzt einmal die Straßen langziehen. So. Und da kommen vielleicht irgendwie so ein paar Parks hin. Oder wir ziehen das hier nachher noch ein bisschen länger. Muss man mal schauen, wie das nachher passt. So, wie sieht's aus? Die hier können wir aufsteigen lassen. Ja, hätten wir. Jetzt fehlt uns Baumaterial, so wie es aussieht. Oder beziehungsweise die Beförderung ist nicht möglich. Und gleich haben wir es. Gleich sind wir bei 1000. Ich bin übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es hört, ich bin so ein bisschen erkältet. Darum ist meine Stimme so ein bisschen, ja, so ein bisschen angekratzt, ein bisschen angeschlagen. Beginnen Sie mit dem Bau des Lifts, sobald alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind. Mein Mitarbeiter John Rafferty ist mit der Lieferung des speziellen Materials schon hierher unterwegs. Ja, wie gesagt, meine Stimme ist so ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, euch stört das nicht allzu sehr. Aber ich habe jetzt einfach mega Bock, das Ganze hier aufzunehmen. Und jetzt wollen wir mal hier schauen. Da brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr Arbeitskraft, damit wir dann da die Energie in diesem Sektor bzw. diese Belohnung bekommen. Ah ja, genau, das müssen wir halten und dann kriegen wir die Belohnung plus 1000 Energie in diesem Sektor. Alles klar, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Und jetzt wollen wir hier einmal das Upgrade starten. Beginnen Sie den Bau von globalen Raumhafen. Ja, Rafferty hier. Wir nähern uns dem Sektor. Over. Was zum... Roter Alarm. Wir werden angegriffen. Roter Alarm. Verdammt. Die Fracht. Schützt das Schiff. Menschen der Erde. Dies ist das Manifest zur Unabhängigkeit des Mondes. Die Global Union kämpft seit Generationen gegen uns. Ihre Waffen waren Lügen, Unachtsamkeit und Ausbeutung. Und die LEC hat sich in stiller Komplizenschaft geübt. Doch das ist vorbei. Niemand wird einen Fuß auf das Land unserer Väter setzen. Wir sind die Orbital Watch. Der Mond ist frei. Sie haben uns aus dem Nichts angegriffen, haben meine Schiffe versenkt und die Ladung übernommen. Jetzt blockieren sie den ganzen Sektor, sodass keine Transporte mehr durchkommen. Keine Zeit, um Vorschriften zu studieren. Treffen Sie Rafferty an den übermittelten Koordinaten. Tun Sie, was nötig ist. Okay, als nächstes. Raumhafen bereit zur Weiterentwicklung. Haben wir doch gerade schon gemacht, oder? Das ist wahrscheinlich ein bisschen veraltet, glaube ich, oder? Oder was ist das hier? Ja, das haben wir gerade schon gemacht. Das sollte einfach jetzt... rumfahren und auf Leute schießen. Denen liefern wir einen Kampf. Ja, ja, das machen wir gleich. Wir sollen ihm jetzt nämlich helfen. Und das ist nämlich auch so eine so eine Neuerung jetzt in Anno 2205. Befreien Sie die festgehaltenen Transporte, öffnen Sie die Strategiekarte, betreten Sie den Krisensektor. Genau, dann gehen wir mal als erstes mal jetzt hier auf die Strategiekarte. Da haben wir sie. Das ist jetzt, ja, das ist wie gesagt so eine Neuerung. Das ist jetzt die Strategiekarte. Hier sind übrigens die, ich glaube, die anderen zwei Gebiete, die man ganz am Anfang auswählen konnte. Das Gebiet besiedeln wir ja gerade, genau. Das ist das Walbruck-Becken und das sind, ja, das sind die beiden anderen. Das heißt, die kann man später, denke ich, auch noch besiedeln. Dieser Sektor ist momentan im Besitz eines anderen Unternehmens. Hallo. Ich klicke da mal ganz kurz drauf. Schön, Sie zu sehen. Genau, und das kann man dann später sozusagen kaufen, so wie es aussieht. Sektor übernehmen. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch militärisch machen kann. Das muss man dann mal sehen. So, wir haben die Strategiekarte geöffnet. Jetzt sollen wir hier einmal Intervention erforderlich. Das ist, wie gesagt, die Neuerung. Hier haben wir jetzt, die haben die,
ja, die Militäraktionen wurden so ein bisschen ausgelagert. Man kämpft jetzt nicht mehr da, wo man siedelt, sondern hat dafür so eine speziellen Sektoren. Bring und da kriegen wir nochmal da weg, aber alle in einem Stück. Okay, und die erste Mission, die muss man auch machen. Später kann man sich da auch raushalten aus diesen Kämpfen, soweit ich weiß. Wir haben hier nur die Option Standard zu wählen. Und man kriegt hier allerdings relativ gute Belohnung immer. Kampferfahrung. Dann hier Graphen, das ist so eine Spezial, ja, so ein Spezialrohstoff oder so, den man auch braucht. Und Iridium. Okay, Schiffe upgraden, keine Upgrades verfügbar. Okay, da haben wir natürlich noch nichts. Und jetzt nehmen wir das einfach mal. Hier kommt man wieder zurück. Genau. Zerstören Sie die Kommandos der Orbital Watch, um das entführte Transportschiff zu befreien. Okay, das machen wir mal. Auf geht's. Ah, jetzt lädt er hier natürlich noch. Schnelltipp. Benutzen Sie das Mautrad der Kamera näher an Geschehen. Okay, das kennen wir, glaube ich, schon. Jetzt hat er auch fertig geladen. Dann gehen wir da mal rein. Haben uns die verdammten Feiglinge angegriffen. Umkreisen unsere Frachtschiffe noch immer wie Schmeißfliegen. Ich sehe, haben sie Verstärkung geholt. Du musst dich vorsehen. Ich weiß aus Erfahrung, dass diese Leute keine Schuldgefühle kennen. Durchbrich ihre Blockade und befrei unsere Schiffe. Ich halte dir den Rücken frei. Gut, er hält uns den Rücken frei. In dieser Mission kann man auch meines Wissens nach nicht sterben. Ich will das jetzt auch nicht groß ausprobieren. Das hier ist meine Flotte. Kann ich eigentlich irgendwie alle anwählen. Ist da sowas mit Tab, komme ich da auf jeden Fall mal hin. Und es gibt hier noch mehrere einzelne kleine Missionen. Man kriegt die hier mal so ein bisschen angezeigt. Glaube ich, da haben wir eine. Führen Sie die angemessenen Maßnahmen durch, wie furchtbar sie auch sein mögen. Benutzen Sie die Reparaturdrohne. 5-mal. Okay, das machen wir mal. Nehmen wir das Ganze mal an. Da kriegen wir nämlich nochmal so ein bisschen extra Belohnung. Das machen wir jetzt vom Start einfach. Schau, nehmen wir jetzt mal an. Du hast doch nicht etwa gerade Langeweile, oder? Liefern Sie 3 EMP-Impuls an Nick Papadakis Zweigstelle. Okay, das nehmen wir auch mal an. Dann haben wir unten auch noch eine Mission. Eine Frage der Sicherheit. Ihr Beitrag ist wünschenswert. Okay, zerstören Sie die Hedgehog oder so. Okay, nehmen wir auch mal an. Gut, und dann wollen wir mal gucken. Oh, das sind aber... Sind das die Schiffe hier oder was? Jetzt will ich mal ganz kurz schauen. Okay, so kommen wir zurück und klicken auch alle an. Jetzt gibt es hier unten, glaube ich, so eine Kugel. Genau, das ist Treibstoff. Damit laden wir hier unten unsere Fähigkeiten auf. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Okay, da sind die ersten Feinde, die wollen wir mal abschießen. Genau, das klappt schon mal ganz gut. Alle zum Einsatz. Das ist nichts, was wir nicht wieder in Ordnung bringen können. Okay, gut, wir sammeln natürlich die ganzen Sachen hier ein. Da haben wir jetzt hier unten so einen Raketen, keine Ahnung, was das ist. Das schießen wir mit Q ab. Was sind denn hier hinten? Da haben wir R. Reparaturdrohne ist R. T ist kinetische Schilde. Und Y. Y liegt natürlich ein bisschen blöd. Da muss man mal gucken, ob man sich das vielleicht umlegt in der Tastaturbelegung. Weil ansonsten hat man das hier schön einmal durchgelegt, wie bei, ja, wie bei so einem MM. Wie heißen die Dinger? Bestätigt. Bei so einem MOBA, genau. Da hat man das ja auch mal auf. QWER und so weiter. QWERTZ und so weiter. Und dann hätte man das hier auch so schön belegt. Und man sieht jetzt hier, dass das Schiff hier hinten... Was würde ich tun? Ja, der fährt jetzt hier immer so ein bisschen mit und heilt uns da. Das heißt, wir können jetzt hier eigentlich auch nicht wirklich sterben. Wir müssen jetzt natürlich mal schauen. Ich will natürlich diese ganzen Missionen... Die Reparaturdrohne sollen wir benutzen. Das machen wir gleich mal, wenn unser Schiff da so ein bisschen kaputt ist. Und da müssen wir mal schauen, das hier ist die Reparaturdrohne. Genau, erstmal werden wir geheilt, aber ich benutze die jetzt hier einfach mal, so zack. Und dann werden wir da so ein bisschen repariert. Keine Sorge, meine Drohnen kümmern sich drum. Sind unterwegs. So, wir sind unterwegs. Da haben wir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen was eingesammelt. Ich muss mal schauen, wir müssen da oben hin. Was sind denn die anderen Missionen? Liefern Sie 3 EMP-Impuls. Ist das hier EMP-Impuls? Genau, EMP-Impuls ist mit E. Da müssen wir jetzt noch ein paar sammeln. Und dann können wir die dann nämlich abliefern. Dann haben wir die erste Mission auf jeden Fall schon mal fertig. Ich will die auf jeden Fall alle machen. Damit wir da den maximalen Ertrag sozusagen... Da oben sieht es so aus, als wenn da noch so ein EMP-Impuls ist. Sammeln wir die doch einmal ein. Graphen war das. Ah ja, das ist dieses seltene Material. Schießen wir mal hier die Mauer so ein bisschen kaputt. Hätten wir. Und wir brauchen immer noch einen EMP-Impuls. So, dann machen wir erstmal die Schiffe kaputt. Alle zum Einsatz. Können wir hier auch mal vielleicht so ein
ja, so eine Special-Fähigkeit einsetzen, also eine Nuklearrakete, die wir da aufgesammelt haben. Und wir sollen natürlich auch diese Roboter hier einsetzen. Machen wir das mal. Ich glaube, davon sollten wir 3 Stück oder so. Da haben wir noch ein bisschen Treibstoff. Iridium. Im Gange. Wir brauchen noch so ein... Okay, da unten sind noch ein paar Schiffe. Nuklearrakete abgefeuert. Im Gange. Okay, das hätten wir. Jetzt haben wir hier unten noch so einen Turm. Den machen wir auch noch kaputt. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo wir jetzt diesen EMP-Impuls herkriegen. Ah, das werden wir schon noch rausfinden. Was ist das hier eigentlich? Unterstützungsflotte. Die kriegen wir mit W. Instandsetzung läuft. Ah ja, und die fahren jetzt so ein bisschen mit uns mit und helfen uns da so ein bisschen. Ich glaube, die kann man aber nicht steuern oder so. Nee, kann man nicht steuern. Verstanden. Okay, haben wir da jetzt vielleicht den letzten... Okay, ich glaube, wenn wir die Schiffe kaputt machen, kriegen wir jetzt den EMP-Impuls. Da oben haben wir noch ein bisschen Treibstoff gefunden. Im Gange. Ah, die da unten machen auf jeden Fall schon mal alles kaputt. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann haben wir auch geone-shottet hier. Da haben wir so ein Raketensperrfeuer. Hier unten Unterstützungsflotte, Raketensperrfeuer. Okay, wir brauchen noch, immer noch einen EMP-Impuls. Damit wir die dann abliefern können, sozusagen. Graphen. Iridium. Das ist hier unten. Das sind auch so Raketen, glaube ich, wieder. Genau, Raketensperrfeuer. Sind unterwegs. Das hier. Das kriegen wir nicht eingesammelt. Ach genau, wir haben genug. Wir haben komplett, sind unterwegs. Kompletten Treibstoff. Das ist das hier unten. Das ist unsere Ressource. Die sammeln wir quasi auf. Dann können wir eigentlich mal einmal dieses Reparaturding benutzen. Dann wollen wir mal gucken. 3 von 5. Genau. Reparaturdrohnen müssen wir 5 mal einsetzen. Dann haben wir also noch ein paar. Ah, hier ist ein EMP-Impuls. Richtig? Genau, EMP-Impuls. Machen wir um das Ding mal kaputt. Da haben wir auch das Maximum. Das heißt, mehr können wir gerade gar nicht einsetzen. Nuklearrakete. Wie wär's mit einem Feuerwerk? Gut, sieht gut aus. Ich glaube, hier müssen wir das Ganze abliefern. Fahrzeug nutzen zum Abschließen des Auftrags. Genau. Fahren wir da mal hin und liefern ihm mal die 3 EMP-Impuls. Ich weiß auch noch gar nicht genau, was das Ganze hier macht. Ich wusste, dass du das erledigst. Du kriegst alles auf die Reihe, was? Ja, wir kriegen alles auf die Reihe. Genau, was macht denn das eigentlich? Verhindert Bewegung und beschädigt langsam alle Schiffe im Zielgebiet. Alles klar. Gut, das hier macht natürlich einfach nur Damage, denke ich. Feuert eine Raketensalve auf das Zielgebiet ab und das hier ruft eine verbündete U-Boot-Flotte ins Zielgebiet. Genau, das sind die, die uns einfach nur so ein bisschen unterstützen. Was haben wir noch für Aufgaben? Wir sollen noch die Reparaturdrohne benutzen. Ah, dazu müssen wir vielleicht erstmal ein bisschen kaputt gehen. Jetzt können wir die hier benutzen. Genau. Sieht man die eigentlich auch? Ich sehe da jetzt nicht so wirklich was. Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Treibstoff und dann haben wir das nämlich auch gleich erfüllt. Kampfstationen. Sie greifen an. Jetzt können wir hier vielleicht nochmal... Ihr Durchhaltevermögen hat Lob verdient. Genau. Und jetzt haben wir das nämlich auch geschafft. Jetzt haben wir die... Schaden müsste bald unter Kontrolle sein. Ja, jetzt haben wir die Reparaturdrohne nämlich auch abgeschlossen. Und jetzt können wir uns um die Hauptquest, denke ich, kümmern. Na, hier unten ist noch einer. Den müssen wir kaputt machen. Alles klar, haben wir. Kann man eigentlich hier... Genau, die Schiffbefehle scheinen hier auch zu funktionieren. Das heißt, wir können jetzt hier... Feuer frei. Da oben alles einsammeln und dann nach hier oben fahren. Und da dann alles abschießen. Sozusagen, das klappt also ganz gut. Wir haben hier auch noch... noch ein paar Nuklearraketen. Können wir uns das Ganze noch ein bisschen vereinfachen. Die MP-Kanone wollte ich auch ganz gerne noch mal einsetzen. Die haben wir auf E gelegt. Machen wir das mal hier. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Okay, wieder einmal zerstören, bitte. Oh, die machen ganz gut Damage. Sind unterwegs. Da müssen wir aufpassen. Ja, der soll den mal hier, reparieren. Schicken wir den mal nach da hinten. Vielleicht geht das dann ein bisschen schneller. Mag er, mag er nicht. Dann nehmen wir doch die Reparaturdrohnen. Zack. Ich kümmere mich um die Reparaturen. Koordinaten bestätigt. Okay, und hier oben ist jetzt wahrscheinlich die letzte Aufgabe, die wir hier noch erledigen sollen. Den schicken wir mal zurück. Roger. Geht das? Genau, das klappt ganz gut. Starte Nuklearrakete. Und er soll den eigentlich reparieren. Ich will nach Möglichkeit kein Schiff verlieren. Eieiei. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Okay, die hätten wir.
Sind alle repariert. Fast hätten wir das Schiff verloren. Ne? Also so einfach ist das gar nicht. Obwohl das eigentlich die einfachste Stufe ist. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Auf dem Meeresgrund. Keins davon gehört uns. Das nenne ich ein Happy End. Erfolgsliste aktualisiert. Okay, wir haben hier oben scheinbar auch alle Quests, beziehungsweise, ja genau, wir haben 3 Quests abgeschlossen. Und das ist die Hauptmission. Das heißt, wir kriegen 40 Kampferfahrung, 33 Graphen und 61 Iridium. Sowas haben wir hier unten noch. Fortgeschrittene Schwierigkeit, kommende Belohnung, Veteran. Veteran Spark, robuster Katamaran mit aggressiver Funkenkette, die bei Feinden in der Nähe großen Schaden anrichten. Okay, und hier können wir jetzt, glaube ich, unsere Schiffe so ein bisschen aufwerten. Mal gucken, was das kostet. Das hier kostet 1000. Das machen wir einfach mal. Sind die halbe Miete. Ja, und jetzt ist das hier irgendwie so ein bisschen stärker geworden. Das hier kostet 110. Oh, das ist ganz schön teuer. Ich glaube, das machen wir erstmal noch nicht. Denn danach sind wir pleite, ne? Danach sind wir pleite, wenn wir das jetzt hier einfach so machen würden. Von dem her beenden wir jetzt hier einfach mal die Mission. Ich bin froh, dass Sie unverletzt zurückgekehrt sind. Dieser Angriff hat alle im Union-Hauptquartier schockiert. Aber das Programm muss weitergehen. Wir haben den Kontakt zur Luna Excavation Corp verloren. Offenbar haben sich viele Mondkolonien mit der Orbital Watch verbündet. Umso wichtiger ist es, dass ihr Weltraumlift den Betrieb aufnimmt. Okay, unser Weltraumlift soll den Betrieb aufnehmen. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück in unseren Sektor und wollen mal schauen, was wir jetzt hier als nächstes machen sollen. Wie sieht's denn aus? Klicken Sie auf den Raumhafen, schließen Sie das Upgrade ab, besitzen Sie 10 Graphen. Ah, okay, dafür mussten wir wahrscheinlich jetzt auch die Mission machen, damit wir hier, ja, diesen Rohstoff hier kriegen. Und, ja, quasi dann unser Raumhafen ausbauen können. So, wie sieht's denn eigentlich aus? Wie sieht's denn eigentlich aus? Wir gucken noch hier mal ganz kurz. Hier geht's nämlich runter mit der Biokost. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch... Komm zur Werft, wenn du Schiffe bauen oder ausrüsten willst. Zur Werft? Was ist das Ding hier? Ne, das ist das Lagerhaus. Wo ist denn die Werft? Er sagt, komm zur Werft. Hier unten haben wir, glaube ich, eine neue Aufgabe. Auftrag. Das ist gerade reingekommen. Sieht dringend aus. Finden Sie Kisten auf einer beliebigen Insel. Okay, das nehmen wir noch mal kurz an. Und dann wollen wir mal schauen. Wo ist denn das? Kriegt man das hier irgendwie... Finden Sie Kisten auf einer beliebigen Insel. Okay, das ist wahrscheinlich hier. Guck mal, da haben wir eine Kiste. Genau, da haben wir die erste Kiste. Dann sammeln wir die mal schnell auf. Vielleicht geht das... Das sollte ja relativ flott gehen, ne? Kriegen wir da vielleicht auch nochmal eine nette Belohnung. Danke. Sie haben wirklich alle Register gezogen. Haben wir. Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich... Gut. Helfen Sie anderen, um sich selbst zu helfen. Geschäftsaufträge können profitabel im Hinblick auf Material und Ressourcen sein. Genau, genau so ist es. So, ich will jetzt natürlich ganz gerne nochmal hier so ein bisschen für Reise sorgen, damit die da nicht irgendwie verhungern oder so. Haben wir das nicht eigentlich schon gemacht? Hier vorne können wir da, genau, da setzen wir noch eine Reisfarm hin. Und dann sollte das eigentlich wieder, hinhauen. Genau, sieht gut aus. Sieht gut aus. Alles klar, alles im grünen Bereich. Und dann können wir uns, ich denke, in der nächsten Folge werden wir uns dann, ja, darum kümmern, dass wir hier den Raumhafen eine Stufe weiter ausbauen. Und dann geht es vielleicht auch schon in die Arktis, könnte ich mir gut vorstellen. Beziehungsweise, ich bin mir da gar nicht so sicher, aber na gut, wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, bis dann. Ciao.